Ich meine, man muss ja nicht immer gleich irgendwo durchstechen. Man könnte ja den Karton einfach nur mal schneiden wollen, oder? Wir haben was gebaut. Das hier ist das Walter Micro Defense Knife. Das ist kein Dolch, ist nur auf einer Seite angeschliffen. Und das Messer habe ich schon vor langer Zeit vorgestellt und habe das auch sehr gerne. Aber es gibt ein Problem bei dem Messer, wirklich. Und zwar, das ist nicht das Messer per se, sondern ja, der Holster, der hier mitgeliefert wurde oder wird. Und das mag für den einen oder anderen nett sein, dass man sagt, okay, man kann das jetzt verdeckt tragen. Ja, so in dieser Art und Weise. Oder wenn man will, auch über den Fuß oder so, also als Stiefel, Dolch oder Messer in diesem Fall. Aber irgendwie ist das halt ja nicht jedermanns und jeder Frau's Sache. Ja, auch für Frauen ist das eigentlich ein sehr cooles Messer. Wir haben was gebaut. Und zwar natürlich hier in der Rainer-Rossmann-Werkstatt. Eine TPU-Scheide mit Uti-Clip mit eingebaut. Und dann ist das Messer nämlich wiederum schnell und einfach zu ziehen, gut zu tragen, also Concealed Carry. Und ja, wenn dir das irgendwie interessiert, dann bleibst dran. Hallo, willkommen, schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Micro Defense. Ist nur auf einer Seite angeschliffen. Hier oben haben wir einen Swatch, also eine Fehlschärfe. Das tut also nur so, als wäre es angeschliffen. Hier jetzt dann ein ganz normaler Klingenrücken. Das Ganze ist seitlich etwas vertieft. Das heißt, damit man hier jetzt gut anpacken kann. Oder es ist auch in den Klingenstahl beidseits eine Vertiefung gemacht, dass man so gut ja zupacken kann. Und es sind G10 Griffschalen angebracht und ja, das Messer ist sehr klein und kompakt. Und ich glaube, ich habe das schon gesagt, dass diese Scheide hier, die ist halt im Lieferumfang mit dabei, aber wir haben uns gedacht, wir wollen das anders haben. Und zwar TPU-Scheide, das Messer fällt nicht raus, ja, kann aber trotz alledem gezogen werden, ist mit einem, ich zeige dir das dann nachher auch, mit einem Uti-Clip zu befestigen, kann rausgezogen werden und kann dann auch schnell und einfach, gut, wobei so schnell beim Ziehen muss man schnell sein, heißt es, nein, aber auch einfach wieder in die Scheide eingebracht werden. Also das ist einmal cool. So, jetzt zum Messer selbst. Ich weiß, dass der eine oder andere jetzt sagen wird, ja, was willst du, das heißt Micro-Defense, also die nennen das Micro-Defense, was soll man das hier als Defense benutzen und sowieso und überhaupt, ein Defense ist am Messer sowieso schlecht. Ich kann das alles nicht beurteilen und meine erste Wahl wäre es auch nicht oder ist es auch nicht. Was ist meine erste Wahl? Der gute alte Guardian Angel von Pixion, ja, das ist so ein Pfefferteil, gebe ich da auch unten den Link, wo du das bekommen kannst, ja, oder Jet Protector, sowas in der Richtung. Aber sei es drum, warum soll man nicht ein Messer mit dabei haben und nicht als ureigenstes zur Selbstverteidigung, sondern dass man es einfach mit dabei hat, weil dieser kleine Stachel, der ist besser als nichts. Was bedeutet das? Ich meine, man muss ja nicht immer gleich irgendwo durchstechen. Oder? Natürlich nicht. Man könnte ja den Karton einfach nur mal schneiden wollen, oder? Aber ich gebe natürlich zu, dass das Messer von der Intention da eigentlich dazu gemacht und erdacht ist, dass man damit sticht. Entweder im, ich glaube, dass das der Eispickelgriff oder Reverse Grip ist oder Scheibe einfach, wie man das heißt. Oder eben klassischer Frontgrip. Ja? Und ja, deswegen ist das Ganze auch so ja, wie ein Pfeil ausgestattet und ausgestaltet. Ja, so schaut's aus. Jetzt steht da drauf 440 Stahl. Ist das jetzt A, B oder C? Ich weiß es nicht. Ich gebe da unten den Link natürlich auch zu mir in den Shop, wo du das bekommen kannst. Dort gibt es natürlich auch den dazugehörigen Holster. Ja, dann haben wir 8 cm Klingenlänge, gesamt 15 cm Spearpoint, synthetischer Griff und natürlich auch ja, dieses schwarze Coating hier. Ja. So, ich habe das schon einmal erzählt. Ich glaube auch hier am Kanal, aber es gibt ja diese kleinen Stacheln und da kann man jetzt lachen drüber, aber zum Beispiel gab es wirklich für die Selbstverteidigung bei Frauen zum Beispiel, die in ihren Haaren, das kann ich natürlich nicht machen, ja, eine Haarnadel eingebaut hatten, die auch dafür gemacht war, um eben einmal zuzupiksen. Und da geht es jetzt einfach nur darum, zupiksen zu können. Und noch einmal, ich bin kein Selbstverteidigungsprofi und das werden sicherlich der eine oder andere da draußen das wirklich kennen und auch können. Dann schreib gerne einen Kommentar oder wenn du die wirklich auskennst und einen YouTube-Kanal hast, dann mach mal ein Video dazu, ob das hier als Last Line of Defense, also wenn wirklich überhaupt nichts anderes mehr geht, wenn das nicht mehr funktioniert hat, das Weglaufen einfach vorne oder das Deeskalieren und das Weglaufen schon gar nicht mehr, das hier auch nicht mehr da ist, ob das hier nicht etwas ist, was du besonders auch im Zusammenhang mit diesem Holster dann auch wirklich dabei haben kannst. Denn ich weiß natürlich, dass der eine oder andere jetzt sagen wird, nimm doch ein großes Messer mit, ein großes Messer, das ist doch besser. Ja, aber das habe ich halt nicht immer dabei. Und genau das hat den Charme. Ob du das brauchst oder nicht, musst du natürlich für dich selbst entscheiden. Aber jetzt zurück zu unserer kleinen, ja, unseren Holster, den wir gemacht haben. Wird hier in irgendeiner Textilie oder in einem Gürtel, und das Ganze ist eben zum Innentragen gedacht, zum Körper hier angebracht, mit dem guten alten Uti-Clip fixiert.
Ja, und dann hat man sein Messer. Ja, und das kann man natürlich auch ziehen, dann damit eben ja, das Brötchen aufschneiden und dann danach wieder hier sanft zurückgeben. Und natürlich Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, abgeschaut haben wir uns das von Midgards. Da gibt es eben dieses kleine Messer hier. Ich gebe dir da auch den Link, wo du das bekommen kannst. Die haben ja auch eine TPU-Scheide mit einem Juti-Clip. Das ist aber ein etwas anderes Fabrikat ja, gebracht. Ich habe das Messer auch schon einmal vorgestellt hier am Kanal. Und die haben uns gedacht, wir wollen ja für das kleine Micro-Defense auch so etwas machen. Ja, also, wie gesagt, Credits gehen raus. Oder wie man auf Deutsch sagt, eben, ja, der Dank geht raus an die Idee von Midgards. Natürlich kann man das auch im Inneren des Hosenbunds tragen, ja, oder in der Hosentasche oder wo auch immer. Oder wenn du sagst, ich brauche das eigentlich nur ganz als Scheide, ja, dann geht das natürlich auch ohne der Juti-Clip-Montage. Aber das Schöne ist, dass man das Messer dadurch jetzt wirklich auch ja, richtig vernünftig führen kann. Und das war mir irgendwie wichtig und das taugt mir irgendwie. Und deswegen habe ich auch das Video gemacht, wenn es mich und meine Arbeit unterstützt. Ich gebe dir den Link zum Messer und zu dem Holster und sowieso und überhaupt. Und denk einfach dran. Also bevor ich mit irgendjemandem ins Raufen anfange, laufe ich ganz schnell davon.